Jojojo, Freunde, ich bin back. Folge 6. Und wir machen in der Folge 6 eine Folge des Sammelns, sage ich mal, und des Erkundens. Wir können nämlich noch einiges hier in dieser, in Anführungszeichen, Open World, wenn man so möchte, gibt es noch einiges zu tun. Ne? Also in der letzten Folge haben wir schon das erste Amulett im Osten, im Ostpalast geholt, das Amulett der Stärke oder des Mutes. Und wir werden jetzt in dieser Folge uns ein bisschen hier in der offenen Welt herumtreiben und uns so das ein oder andere nützliche Item noch besorgen, damit wir gut gewappnet und mit allem, was man so abgrasen kann, zum zweiten Palast gehen können. Das ist, also ich bin früher als Kind immer zu dem Wüstenpalast unten gegangen, weil ich nie wusste, wie man zu dem dritten da oben hinkommt mit dem roten. Und deswegen werden wir jetzt die Welt hier abgrasen, ein bisschen ein paar Items sammeln, uns ein bisschen stärken, ein paar Rätsel lösen. Ne? Ich hoffe, dass hier auch einige noch an den ein oder andere Rätsel irgendwie noch so erinnern können. Da gehe ich nämlich von aus. Das erste haben wir, glaube ich, auch schon verpasst. Das war spitze von mir. Wie ihr seht, ne, wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Ich habe, nachdem wir beim Ostpalast, dem Sahasrala, nennt er sich ja, nachdem wir dem das Amulett gezeigt haben, hat er uns die Pegasus-Stiefel gegeben. Und dann habe ich Abend gegessen und jetzt ist ja ein neuer Tag, wie ihr seht. Und jetzt starten wir, wenn man gespeichert hat und wieder reingeht, startet man ganz woanders. Und jetzt schaut mal hier, mit diesen Stiefeln kann man jetzt hier so, ja, also Anlauf nehmen, sprinten und dann so irgendwo gegenklatschen. Unter anderem halt auch hier gegen so Steinblöcke. Und ein Geheimgang, eine kleine Höhle. Ein Herzteil sogar. Nice. Ich wusste selber nicht genau, was hier war. Ich hatte mir gestern Abend, als ich gespeichert hatte und aufgehört habe, habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir jetzt weitermachen. Und habe überlegt, dass wir jetzt jetzt halt die ein oder anderen Mythen hier noch schön vorbei aufdecken werden und das ein oder andere Geheimnis lüften. Ich habe mich da auf einer Seite ein bisschen schlau gemacht, was es so gibt, aber so wirklich, ich habe so grob gestern Abend im Bett nochmal gelesen, was hätte man bis zu diesem Zeitpunkt schon alles machen können. Das war einfach. Und ich hoffe, ich habe alles jetzt, ich behalte alles, habe alles in meinem Kopf behalten. Aber wir machen hier auf jeden Fall, was geht bei dir ab? Hey, was willst du hier? Das ist ein Versteck unserer Diebesbande. Ach übrigens, ja genau, falls euch auch aufgefallen ist. Ich habe das Spiel jetzt auch mir auf Deutsch besorgt, damit das hier, damit wir nicht mehr so rumkrebsen müssen mit irgendeinen komischen englischen Übersetzungen. Was willst du hier? Das ist unser Versteck. Du kannst hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Okay, auf jeden Fall irgendeine Art von Hinweis, dass es in der Wüste auch eine Art von Höhle, Diebeshöhle gibt. So, jetzt wollen wir noch in diesem sagenumwogenen Walde. Ah, genau. Der war nämlich auch hier. Ein Pilz. Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Drücke Y, um ihn zu geben. Und ich glaube, hier oben, ja, hier müssen wir auch später lang, um das Masterschwert zu besorgen. Wie ihr seht, ne, wir sind hier im Wald in der Nähe schon. Wir haben nur noch, wir brauchen aber alle drei Amulette, um dieses Masterschwert aus dem Stein zu ziehen. Deswegen ist das auch schon, ah ne, da wollen wir nicht nochmal rein. Das gab es auf jeden Fall hier zu besorgen. Herzcontainer und, ups, das ist da, ein kleines Vögelchen. Und den Pilz. Und jetzt werden wir uns so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn durch die Map bewegen. Und ja, das ein oder andere Rätsel lösen, was es zu lösen gibt, mit unserer jetzigen Ausrüstung, was man halt so machen kann. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe so ein Gefühl, die deutsche Version ist ein bisschen farbintensiver, kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja. So, in dem Dorf haben wir nämlich auch gar nicht alles erledigt. Wir haben hier in diesem Gebäude haben wir die 80 Rubine uns ja gegönnt. Indem wir da unten so ein paar Truhen verschoben haben, ein paar Kisten verschoben haben für Truhen. Aber wir können... Ah, nee, die Wand haben wir zerbombt. Okay, das wusste ich schon gar nicht mehr. Okay, da war nämlich auch noch ein Herzcontainer. Hier können wir uns, glaube ich, auch mit ein paar Herzen auffüllen, ne? Ja. Was ich euch auch noch zeigen muss hier in dem Dorf, was wir ja nicht gemacht haben. Hier weiter links, total simpel eigentlich, ich habe das nicht so richtig erkundet. Hier ist halt so eine Höhle, ne? Denkt man, oh geil, ich gehe mal in die Höhle. Und hier links sieht man ja schon, da ist noch was Besonderes. Und zwar ist hier noch eine Höhle in dem Dorf, wo man hier so lang geht und denkt sich so, yo, fuck, wie komme ich da hin?
Und einmal eins ist zwei, ne? Wir gehen da oben hin und springen da logischerweise runter, wie wir es auch schon im Palast gemacht haben, in diesen Feenbrunnen. Und hier können wir ein paar schöne Truhen öffnen. Ein paar Bomben brauchten wir jetzt nicht unbedingt. Ah, doch. Ah, hier sind sogar Risse in der Wand. 20er. 5er. 20er. 5er. 20. Nice. Das sind schon ziemlich rich, ne? Mit 500 hier. 500 Rubinen. Aber ich glaube, die werden schnell auch weggehen. Diese Rubine. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Money. Cash Money in the Bank. Ein paar Herzchen. Und Herzcontainer. Herzcontainer. Oh, jetzt haben wir 4 volle. Jetzt haben wir 6 Herzen. Perfekt. Das heißt, wir kommen diesem nervigen Piepsen, was man mit nur noch einem Herz hat, dem rutschen wir immer weiter weg. So, das haben wir verpasst. Nächstes Geheimnis, was wir nicht gelüftet haben, als wir das erste Mal in dieser Stadt waren, in diesem Dorf, was sich übrigens Kakariko nennt, ist hier unten links. Da haben wir kann man eine Bombe hinlegen. Ohne, dass man das so wirklich sieht. Oh, die Mäuse, die kommen hier lang. So, zack. Und hier kann man sich immer wieder mit Bomben, Rubinen, also hier kann man theoretisch unendlich oft reingehen, bis man 999 Rubine hat wahrscheinlich. Machen wir natürlich nicht, gar keinen Bock drauf. Aber hier ist auf jeden Fall auch noch was ich euch zeigen wollte. Und man kann hier so schön mit dieser Stampfattacke, hopsassa, eine Fee. Ah, wir haben 2. Okay, dann müssen wir die ja nicht einfangen, dann können wir sie leben lassen. Ah, okay, krass, eine Fee. So, und was wir nämlich auch gar nicht gemacht haben dann, als wir in Kakariko waren, wir sind ja dann, als wir es rausgefunden haben, dass der Alte da rechts ist und wir das X bekommen haben auf unserer Karte, wir sind gar nicht mal hier runtergegangen. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar schöne Sachen. Ein paar kleine Häuschen noch. Von einem Vorort, sage ich mal. Ah, die Bücherei, na klar. Oh Gott, wie oft saß ich da mit meinen Freunden damals, Matthias, Tobias und Michi, vor diesem Scheiß und hab mir gedacht, wie zum Teufel kriegt man dieses Buch? Man läuft da einfach gegen und gönnt sich das Buch Mudora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Das wird uns auch von Nutzen sein. Das habe ich noch im Kopf. Das brauchte man nämlich, um da in dieser Wüste irgendwie voranzukommen, irgendeinen Weg freizuschalten oder so. So, hier dieses mysteriöse Haus, was so halb, ja, da links sieht man schon, ist die Wand eingekracht. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Ja, alles klar. Tut mir leid, ich hoffe, ihr vertragt euch wieder. Ich mache hier nämlich wieder auf. Ich will hier nämlich wissen, was hier abgeht. Da ist nämlich der andere Bruder. Was sagt der nochmal? Und Nils, was sagt mein großer Bruder? Woher kennt er meinen Namen? Ist er noch sauer auf mich? Oh, nicht wirklich. Vertragt euch einfach. Streiten ist eh nur Zeitverschwendung. Ach ja, was geht hier nochmal ab? Was, brauchen wir hier irgendwas? Was? Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Ja. Wie war das nochmal? Hier gab es was Besonderes, ja. Hier gab es irgendwie... Ja. Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 12 Sekunden. Ja, nice. Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil. Oh, jetzt aber nicht runterfallen. Easy. Easy Clap. Nice, nice, nice. Ja, also ihr seht, viele, viele Goodies in der Welt zu sammeln. Es geht noch weiter. Wir sind aktuell hier. Und wir wollen jetzt noch etwas sammeln. Der alte Sahasrala, der Dorfälteste, der sagte ja, wir sollen östlich da unten von dem See. Da sollen wir auch nochmal vorbeischauen in der Höhle. Das machen wir auf jeden Fall, bevor wir in die Wüste gehen. Schauen uns aber, wir nutzen das mal, dass wir hier unterwegs sind und werden nochmal schauen, was geht hier ab. Kleine Spielchen gefällt, 20 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's mal. Ich weiß gar nicht, was es da drin gibt. Wir versuchen natürlich unser Glück. Nur zu, öffne die Truhe deiner Wahl. Ah ja, für einen 20-50er gemacht. Okay, also da kann man wahrscheinlich einen Rubin rausziehen. Dann die 50. Vielleicht sogar noch einen besseren Preis. Ich weiß es gar nicht. Was ist hier nochmal? Wir gehen da unten auf jeden Fall. Ne, das machen wir zum Schluss, weil wir ja eh noch Richtung Wüste wollen. Ah, der braucht ja 3, stimmt ja. Was ist denn eigentlich so Ramme? Ist das ein Einschlag gewesen? Zählt das als Einschlag? Uah. Ja, zählt nur als Einschlag, okay. Ach, und hier ist auch was. Und zwar
kann man hier... Wie war das? Der Junge mit der Flöte. Von dem wurde uns doch erzählt im Kakariko-Dorf. Das ist der Sohn von irgendeinem. Warum ist der noch... Warum verschwindet der jetzt nochmal? Was ist nochmal mit dem? Siehst du, das sind wieder so Geschichten. Man erinnert sich so an die Hälfte, weiß aber nicht so richtig. Hey. Wo läuft der denn? Was, da lief doch noch was. Aber so richtig erinnert man sich auch nicht, ne? Da ist bestimmt dann, weiß ich nicht, später in der Schattenwelt oder so, da irgendwas ist da. Naja, wir werden es noch rausfinden. Wir werden jetzt unsere Reise hier fortsetzen. Drehen uns hier so ein bisschen noch nicht ganz im Kreis. Wo sind wir hier nochmal? Sind wir hier bei unserem Haus? Ah ja, klar. Nice. Okay, wir wollen nämlich jetzt hier runter, halbwegs, so halb extra. Wir wollen nämlich hier oben zu dem Haus. Da müssen wir hin, zu dem Haus. Wir haben ja diesen Pilz. Und in diesem Haus kann man den Pilz einlösen. Habe ich den gedodged? Keine Ahnung. Ja, also wir sehen auf jeden Fall in dieser Folge einiges von der Welt. Machen uns so einen kleinen Eindruck. Erinnern uns wahrscheinlich alle, wie unfassbar tausendmal wir als Kind hier schon lang gelaufen sind, ohne einen Plan zu haben. Da gab es auch noch kein Internet so richtig, ne? Also da hat man ja nicht im Internet gucken können, was mache ich denn jetzt hier? So ein, wie nennt sich das? Walkthrough. So, hier nämlich, Fräulein. Der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir, du wirst einen Obstler getrunken, ne? Gib mir den Pilz für meinen Gebräu. Mach ich. Also muss ich auswählen, ne? Hier. Hihihihihi, danke, junger Mann. Geh gleich mal in den magischen Shop. Dann bekommst du etwas Gutes. Hihihi. Okay. Was kriegen wir da nochmal? Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne das Zauberelixier und der blaue Zauber und beides. Wie wär's mit dem Schluck vom roten gratis? Das ist nicht das Gute, was wir bekommen. Da müssen wir, glaube ich, um das Gute zu bekommen, den Bildschirm einmal hin und her wechseln, um sozusagen... Oh, Entschuldigung. Um sozusagen hier das Ganze neu zu laden. Ja, da ist es nämlich. Upsa. Das ist jetzt unser Geschenk, das Zauberpulver. Streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Ich weiß nicht genau, auf was man das alles streuen kann. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich an einen Gegner, den man das streuen kann. Und zwar, der ist uns eben schon in dem Palast begegnet. Und zwar dieser Totenkopf mit den vier roten Flammen um sich rum. Den kann man damit auf jeden Fall besiegen. Man konnte ihn sonst nämlich nicht besiegen. Und mit dem Pulver schon. Da oben rechts, da war, was war da nochmal? Da war was mit den Zoras, mit dem Schatz der Zoras. Da kommen wir, glaube ich, gerade noch nicht hin. Wir müssen jetzt hier unten rechts noch hin. Ja, da hat der Sahasrara uns ja hingelockt. Deswegen werden wir jetzt da unten rechts mal zum See laufen. Und was es beim See gibt. Jetzt ist aber hier alles... Jetzt muss ich aber mal schnell weg hier. Und was es unten beim See gibt, das erfahren wir... Ui, das sieht doch schon toll aus hier. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich mache hier einen kleinen Schnitt.